Beide gleich viele Kämpfe, gleich viele Siege, gleich viele Niederlagen. Wir haben den jüngeren Kämpfer Christian Mach von dem Planet Itern. Der Mann, Pataletaran von Piranha MMA, ist 6 Jahre älter, 4 Zentimeter kleiner. Aber beide haben die gleiche Reichweite. Den Rest erzählt Marc Bergmann. The following fight is our NFC Series Lightweight Final Matchup. The fighter in the blue corner is 28 years young. He stands 1.76 meters tall and weighing at 69.82 kilograms. His record, 7 fights, 5 victories, representing Piranha MMA Offenbach from Moldova, Pataletaran! And his opponent, in the red corner, is 22 years young. He stands 1.80 meters tall and weighed in at 70.68 kilograms. His record, 7 fights, 5 victories, representing Planet Eater from Balingen, Germany, Christian Mann! Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. God bless and keep it real. Touch your gloves, step back in your corner, please. Wir haben es gehört, Champion Match. Wir haben den Gürtel gesehen. Das ist nicht der NFC Champion Gürtel, sondern der NFC Series Champion Gürtel. Das ist nochmal ein Unterschied, aber trotzdem 5 Runden, a 5 Minuten angesetzt. Pataletaran kommt da nach vorne gestürmt, der hat Lust, wir sehen es, gewohnt macht in der Rechtsauslage. Pataletaran macht da von Beginn an Druck, verschwendet keine Zeit, sofort die Käfigmitte. Aber wir wissen, Christian Mach ist einer, der auch in die späteren Runden gehen kann. Er hat es ja einmal gesagt, die 3. Runde ist meine, in der hat er viele Finishes geholt, gegen Max Heine beispielsweise, gegen Kirill Surikov. Also er bleibt gefährlich und er braucht manchmal am Anfang auch ein bisschen, um seinen Rhythmus zu finden. Das kann fatal sein gegen einen wie Taran, der natürlich, wir sehen das, sofort Druck macht, sofort versucht dem Gegner seinen Stil, seinen Kampf aufzuzwingen. Bin sehr, sehr gespannt, wo dieser Kampf hier stattfinden wird, ob die beiden sich ein Standduell liefern, ob es am Boden landen wird. Na, beide sehr, sehr gute Bodenkämpfer. Und Taran, der hat hier wirklich sichtlich Spaß. Versucht sich hier, glaube ich, in so einen Rausch zu bringen selbst. Macht viel im Rückwärtsgang hier bislang. Versucht auf seine Konter zu warten. Muss ein bisschen aufpassen auf seine Finger, macht. Der streckt die ein bisschen zu weit nach vorne. Muss auch aufpassen, dass er nicht so viel reagiert auf das, was Taran da macht. Auch wenn auf dem Papier die Reichweiten gleich sind, wirkt es so, als hätte Mach mehr Reichweite hier, wenn die beiden sich gegenüberstehen? Ja, ist immer die Frage, wer das am Ende auch gemessen hat. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Taran hier fast schon wie aufgeputscht wirkt. Das kennt man so eigentlich auch nicht, dass der so viel fintiert, schreit, vor dem Gegner herumtänzelt. Hat jetzt hier eine schöne Linke gelandet. Also der ist richtig heiß hier. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder ob das was Schlechtes ist. Und ich habe mich gestern mit dem Manager von Taran, aber Belego, unterhalten, der gesagt hat, der macht, der war bisher immer der Außenseiter und hat die Dinger gewonnen. Diesmal ist er zum ersten Mal der Favorit und diesmal wird er verlieren. Ja, man muss sagen, natürlich ist er hier für viele Leute der Favorit, aber er ist nicht der haushohe Favorit. Nein, ganz und gar nicht. Das ist so ein Ding. Wir sehen hier eine Rötung an der rechten Stirnseite von Mach. Pantelei kommt hier wirklich mit viel Energie raus. Und darf aber eine Sache nicht vergessen. Die beiden sind noch relativ frisch in ihrer Karriere. Das ist der 8. Profikampf für beide. Ein 5-Runder, der ist immer noch mal was anderes. Es gibt da 2 große klassische Fehler, die die Leute machen. Der erste Fehler ist, sich zu lange zurückhalten, dann nicht richtig in den Kampf finden, weil man denkt, oh, ich habe ja 10 Minuten mehr zu kämpfen, da muss ich meine Kräfte besser einteilen.
Und der zweite Fehler ist, am Anfang zu überpacen, einfach zu schnell zu starten und dann hinten raus in Runden 3, 4 und 5 nicht genug Luft zu haben. Kann genau sein, dass sich hier Mach gerade extrem zurückhält. Dass Panterlei versucht hier von Anfang an das Ruder an sich zu reißen. Ich glaube, auch beide Kämpfer haben diese Luft für 5 Runden. Panterlei auch, wenn er hier so ein hohes Tempo geht, denn er geht ein extrem hohes Tempo gerade. Mach, du sagst es, scheint sich eher ein bisschen rauszunehmen, um Luft für die späteren Runden zu sparen. Denn 25 Minuten, die sind eine lange Zeit, ganz klar. Ja, und auch wenn Panterlei hier gerade mehr Druck macht, mehr probiert, mehr Energie auch verbraucht und auch vielleicht die besseren Treffer hatte bislang, es ist noch eine Minute Zeit, eine gute. Und wenn jetzt hier Mach eine gute Aktion bringt oder zwei, dann kann er durchaus hier noch die Runde klauen. So ist das nicht. Aber ein ordentlicher Treffer von Mach. Und Panterlei wirkt so, als hätte er das durchaus persönlich genommen. Also erste Runde hier fast vorüber, halbe Minute noch. Gute Runde bislang für Taran, der sicherlich das Gros der Treffer gesetzt hat. Aber du sagst, es macht, bleibt hier gefährlich. Hat hier einen guten Treffer gelandet, wird hier runtergenommen von Taran. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt heute, das ist eigentlich die Base von Panterlei Taran. Das Ringen, er ist ein hervorragender Ringer, aber Mach kommt da wieder hoch. Ja, und das sah spielend leicht aus. Hat er den Kopf weggedrückt, sofort nach oben gekommen. Das haben die gedrillt ohne Ende. Das kann nicht anders sein, sonst wäre der da gerade nicht so leicht rausgekommen. Und das könnte auch natürlich ein Zeichen sein in die blaue Ecke von Mach. Und auf der anderen Seite stärkt das natürlich auch das Selbstbewusstsein zu wissen, okay, ich komme da wieder hoch, wenn ich auf dem Boden bin. Also knappe erste Runde. Ich würde sie mit Vorteilen für Panterlei sehen. Spannend, der Einstieg hier. Und spannend, wie lange der seine Intensität aufrechterhalten kann. 25 Minuten sind eine lange, lange Zeit. Wir sehen hier mal ein paar der Highlights der Runde. Panterlei ist viel nach vorne gegangen. Mach hat wenig gemacht. Wenn er mal was probiert hat, dann hat es oft auch getroffen und gesessen. Hier ging es mal kurz auf den Boden, aber auch schnell wieder nach oben. Hier im Chat seid euch gerade sicher, dass Panterlei die erste Runde geholt hat. Ja, ich glaube, da gibt es nichts dran zu rütteln, das muss man sagen. Aber wir haben das in der Vergangenheit ja immer wieder gesehen. Christian Mach, einer, der ein bisschen braucht, um in den Kampf zu finden. Und der, wie gesagt, in der dritten Runde bislang immer seinen Höhepunkt hatte. Heute hat er sogar noch 2 Runden mehr Zeit, um hier aufzutrumpfen. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Bislang war das fast exklusiv ein Standkampf. Und sofort kommt hier Panterlei wieder nach vorne. Er will derjenige sein, der drückt, der Mach dem Rücken zum Cage stellt. Weiß nicht, was er sich da angeguckt hat in dem Footage von Mach, was ihm das Gefühl gibt, dass das der Weg ist, den er kämpfen muss. Ja, er hat wahrscheinlich auch gesehen, dass Mach einer ist, der langsam in die Kämpfe kommt und dass er es für sich nutzen kann, um da am Anfang einfach seinen Stempel aufzudrücken, diesen Kampf. Ihn quasi aus dem Rennen zu nehmen, bevor er stark wird. Mal darauf runterzubrechen, das kann natürlich Sinn machen. Das hat in der ersten Runde gut funktioniert. Aber es ist eben auch nicht ohne Risiko, da einmal so überhastet nach vorn zu stürmen. Eine kurze Sprinteinlage von Mach da. Der wollte einfach mal weg vom Zaun mit dem Rücken. Ja, Panterlei macht hier aber auch unnachgiebig Druck. Das ist schon unangenehm, wenn du die ganze Zeit im Rückwärtsgang bist. Ja, aber so richtig viele gute Treffer sind nicht im Ziel jetzt hier in der ersten Minute, in der zweiten Runde. Außer dieser hier von Mach. Und effektives Striking, effektives Grappling sind die obersten Wertungskriterien. Da auch einen kleinen Cut geöffnet unter dem rechten Auge von Taran. Diesen Kick abgefangen, eine Hand hinterhergesetzt und sofort eine kleine Platzwunde offen. Also das war definitiv ein Volltreffer. Oh, und ein harter Bodykick. Also so langsam taut Mach hier auf. Ja, und meine Vorhersage ist, je besser die Strikes landen von Mach, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass Panterlei auch den Takedown sucht. Und wieder lässt sich hier Mach stellen am Zaun.
Er muss da weiterlaufen und er läuft aber in die Schlaghand von Pantelej rein, also läuft zu seinem eigenen Links, müsste zu seinem eigenen Rechts laufen. In der Ecke von Mach wird nach dem Ellbogen gefordert, den er sozusagen als Konter reinhauen soll. Highkick landet auf der Deckung. Pantelej schüttelt das quasi ab mit einem Lächeln und kommt hier weiter nach vorne. Aber bislang hat aus meiner Sicht Mach hier die besseren Akzente gesetzt. Jetzt wilde Schwinger von Taran. Das ist eine gute Aktion, vielleicht die beste Aktion bislang hier in der zweiten Runde für Pantelej. Und ich glaube, das muss seine Taktik sein. Er macht Druck, das ist gut, aber er muss dann auch immer mal wieder diese explosionsartigen, überfallartigen Aktionen bringen, Kombinationen bringen. Denn sonst wird ihn hier Mach mit der Zeit die Punkte klauen. Ich finde, Mach müsste häufiger auch diesen linken Kick zum Körper bringen. So einen halben Schritt rein und dann mal kicken. Oder wenn eben Pantelej im Vorwärtsgang ist, schön auf den Kopf. Das Ding geht zwar auf die Deckung, das ist klar, aber trotzdem wird der kurze Kopf durchgerüttelt. Pantelej hat zwar ein breites Grinsen auf den Lippen, aber das kann er nicht weggrinsen da. Also die Ecke von Mach, die fordert jetzt hier das Volumen ein bisschen zu erhöhen, also das Tempo ein bisschen anzuziehen, ein bisschen mehr Output zu machen. Schöne Rechte trifft davon Taran. Mach muss aufpassen, dass er da nicht ab und an mal die Konzentration so ein bisschen verliert. Genau in diesen Momenten sticht Taran da rein. Wieder ein schöner Kick zum Körper vom Balinger. Und trotzdem geht er danach immer wieder einen Schritt zurück. Guck mal, macht einen Kick, dann geht er einen halben Schritt zurück. Anstatt da stehen zu bleiben. Und jetzt hat er mal Pantelej mit dem Rücken am Cage. Aber er geht einfach zu viel zurück. ...40 Sekunden in der zweiten Runde. Die zweite Runde hier bislang eher für Mach, aber auch nicht eindeutig. Dieser Takedown könnte wichtig sein. Und Taran bekommt ihn hier auch. Und ja, schiebt sich Mach hier direkt an den Zaun. Das sah für mich eher so aus, hätte sich da Mach hingearbeitet, wollte da mit dem Gesäß an den Zaun, genau um das hier machen zu können, diesen Wallwalk. Zehn Sekunden noch in einer knappen Runde, aber in einer Runde, in der Mach definitiv besser in den Kampf gefunden hat. Und wir haben eben etwas aus der Ecke gehört des Balingers, das vielleicht bezeichnend sein könnte. Er wird schon müde. Das bedeutet, Teil der Strategie dürfte es sein, den Gegner müde zu machen, so lange abzuwarten und so lange auch die Kräfte einzuteilen. Wir schauen hier noch mal ein paar Szenen der zweiten Runde, in der es da diese guten Schlagabtäusche gab. Aber wir sehen es hier in der Wiederholung. Davon waren kaum Treffer im Ziel von Pantelej. Und auf meiner inoffiziellen Scorecard steht es jetzt hier gerade 19-19. Auch wenn hier mal ein ordentlicher Treffer im Ziel war vom Mann aus dem Piranha MMA. Und hier steht viel auf dem Spiel. Der Sieger bekommt nicht nur 13.000 Euro, sondern auch den Gürtel und damit offiziell thront er über allen Teilnehmern der NFC Series in diesem Jahr. Ja, und er empfiehlt sich natürlich auch für große Kämpfe im kommenden Jahr. Also ich sag mal, Leicht- und Weltergewicht sind natürlich absolut prominente Gewichtsklassen. Es gibt ein paar große Namen auch hier in dieser Organisation. Also wer hier als Sieger aus diesem, ich sag mal, Nachwuchsturnier hervorgeht, der kann dann bei den großen Jungs richtig mitmischen. Und da gibt es schon einige, die sich auf diese Gewinner hier freuen. Also da sind ein paar sehr, sehr spannende Paarungen im kommenden Jahr nötig. Wir haben gerade gesehen, wie dieser Cut behandelt wurde von Pantelej Taran. Der hat sich zumindest nicht vergrößert im Verlauf der letzten Runde. Trotzdem etwas, was
auch noch eine Rolle spielen kann, je länger dieser Kampf hier dauert. Ja, wir haben noch 15 Minuten. Schöner Calfkick von Christian Mach, der da direkt auf seine Ecke zeigt. Ja, weil die es eben angewiesen haben und er es dann gemacht hat. Wir sehen auch am vorderen Bein von Panteley eine Rötung. Der hat keine Lust auf diese Kicks. Die gehen genau auf die Stelle da, wo auch die Nerven sitzen. Und egal, was für ein harter Hund man ist, wenn die Nerven nicht mehr die Impulse weiterleiten, dann bewegt sich das Bein nicht mehr. Schaut euch mal das linke Bein an von Panteley. Das ist schon ordentlich gerötet rund um das Knie. Und Panteley macht zwar immer noch Druck, aber nicht mehr ganz so wie in der ersten Runde. Ja, jemand hat im Chat hier geschrieben, der wirkt ideenlos. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt momentan auch so. Oh, harte Treffer von Mach. Kommt da immer nach vorn gestürmt, versucht mit Schwingern und wenn die nicht treffen, wird er abgekontert. Genau das haben wir jetzt hier wieder gesehen. Also er muss sich da ein bisschen mehr einfallen lassen, ein bisschen mehr bewegen, mehr zirkeln, mehr kicken. Auch mal zum Körper attackieren. Das ist zu einfach, was er hier gerade macht. Mach wirkt wie der versiertere Kämpfer, wie derjenige, der gerade mehr Überblick hat. Panteley zwar der, der es gerade will, der unbedingt den Fuß aufs Gas treten möchte. Aber mehr als den Vorwärtsgang und dann zu explodieren, hat er gerade nicht anzubieten. Ich glaube, es würde für Panteley durchaus weiterhelfen, wenn er mal einen Takedown-Versuch einstreuen würde. Einfach um Mach noch mal zum Nachdenken zu bringen, denn im Stand gefällt mir Mach immer besser, je länger der Kampf hier läuft. Mach wirkt, als hätte er einen Plan, als wüsste er etwas, was wir noch nicht wissen. Ich finde, man sieht ihm das so ein bisschen an. Und er wirkt, als ob er gerade dabei ist, diesen Plan auszuführen, ihn umzusetzen, während auf der anderen Seite Panteley so ein bisschen planlos wirkt. Immer nach vorn stürmt, ballert und wenn das nicht klappt, das Ganze dann etwas später einfach nochmal versucht. Na, Panteley wirkt so, als hätte er am Anfang einen Plan gehabt. Nämlich viel Druck machen, nach vorne gehen, harte Treffer landen. Das hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Jetzt trifft er hier mal eine gute Rechte. Das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, mit einem Ding den Kampf zu beenden. Und jetzt probiert er mal den Takedown. Mach am Boden. Scoop sofort wieder zurück mit dem Gesäß. An den Zaun. Auch diese Ellenbogen sind wohl Teil des Drills gewesen, denn die kommen immer sofort. Und jetzt versucht er sich hochzuarbeiten. Muss aber aufpassen, dass er auf dem Weg nach oben diesen Wizard, diesen harten Overhook behält, damit ihm Panteley nicht auf den Rücken krabbelt. Das hat er gut gemacht hier. Es steht jetzt wieder viel, viel Energie verbraucht für Panteley. Und perfekt macht er das hier, ihn wieder auf den Boden zu befördern. Also Panteley, guter, guter Ringer. Darauf haben die sich offensichtlich eingestellt in Balingen. Und wieder kommt Mach hoch. Harte Treffer. Ja, und Taran scheint seine Strategie jetzt hier ein bisschen geändert zu haben. Vom Striking mehr hin zum Ringen und hat damit auch Erfolg gehabt. Das heißt jetzt also aufpassen hier für Christian Mach und es wird laut in der Halle. Wir sind am Ende der dritten Runde. Normalerweise wäre dieser Kampf jetzt hier zu Ende. Wäre es kein Finalkampf, wäre es kein Titelkampf. Und durch diese Sequenz von Panteley ist die Runde noch mal eng geworden. Die letzten 30 Sekunden könnten durchaus entscheiden, wer hier den dritten Durchgang gewinnt. Panteley versucht es mit der Brechstange. Die Deckung von Mach steht aber. Die Ecke hat gefordert, diese Runde hier stark zu beenden, die Ecke von Christian Mach. Ja, der macht mir gerade zu wenig. Tja, sehr guter Anfang der Runde vom Balinger. Der hat raus zu wenig getan und dadurch die Runde enger gemacht als nötig, wenn man ehrlich ist. Denn es gab da eben auch diese Takedowns von Panteley, diese Schwinger hinterher. Ja, wir sehen hier, Mach mit den besseren Treffern im Stand, aber dann gab es eben diesen Takedown und dann auch diesen Takedown hinterher.
Und dann gab es am Boden auch so ein bisschen, beziehungsweise beim Aufstehen, hier diese zwei Volltreffer. Und damit ist das eine schwer zu wertende Runde. Also keiner der beiden hier kann sich sicher sein, wer die Runde gewonnen hat. Runden 1 und 2 einfacher zu werten aus meiner Sicht. Und jetzt kommt es drauf an. Wer hat noch mehr im Tank? Wer will es mehr? Wir haben es gesagt, das hier ist auch der Kampf der Herzen. Der Kampf der beiden Männer, wo wir sagen, keiner von denen geht frühzeitig aus dem Kampf. Keiner sucht hier einen leichten Ausweg, wenn er müde ist oder kaputt oder angeschlagen. Championship Rounds für beide zum ersten Mal in ihrer Karriere. Und wir sehen einen etwas verhalteneren Pantelei Taran, der nicht mehr so nach vorn gestürmt kommt wie in den letzten Runden. Der ein bisschen abwartender ist, der vielleicht auch noch ein bisschen Kräfte sparen will, um gegen Ende der Runde nochmal aufzudrehen. Und er auch gemerkt hat, dass er mit dieser wilder Stier-Methode nicht so viel Erfolg hat. Mach hat sich jetzt hier sofort die Mitte des Cages gesichert in der vierten Runde. Und aus der Ecke von Mach kam auch die Anweisung, wir brauchen diese Runde. Es kann sein, dass sie die letzte Runde beim Gegner gesehen haben oder zumindest sie zu knapp gesehen haben. Das würde ja bedeuten, dass sie mindestens diese und die nächste Runde brauchen, um hier über die Punkte zu gewinnen. Und dieser Kick funktioniert gut zum Körper, der linke Kick. Egal ob dieser Roundhouse zum Kopf, aber auch dieser gerade Kick zum Körper. Und der Low Kick mit dem vorderen Bein für Mach ist auch eine Technik, die mir aber durchgekommen ist. Pantelei macht viel, trifft aber kaum gerade. Ich kann mich noch erinnern, Andreas, als wir nach dem letzten Kampf von Christian Mach mit ihm gesprochen haben im Podcast, direkt im Cage, hat er gesagt, ich lasse mich manchmal noch dazu hinreißen, mich in Schlagabtausche verwickeln zu lassen, ohne Kopf zu kämpfen. Das muss ich noch abstellen. Ich finde, das hat er in diesem Kampf hier getan. Er kämpft sehr, sehr bedacht, sehr, sehr strategisch, hält sich hier ein bisschen zurück, nimmt nur Treffer, die er nehmen muss und trifft dafür auch sehr, sehr präzise. Nimmt selbst wenige Treffer, muss man sagen, im Vergleich zu seinen vorherigen Kämpfen zumindest. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was er macht. Das gefällt mir gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass er es einfach noch zu knapp lässt. Er hätte hier die Möglichkeit gehabt, die letzte Runde klar zu gewinnen. Hinten raus hat er sich die nehmen lassen. Macht das hier gut, weicht diesen wilden Schwingern aus. Ist der Besondere der beiden Kämpfer. Pantelei gerade derjenige, der mehr Action macht. In der vierten Runde sehe ich jetzt gerade wieder Mach leicht vorne, weil er einfach besser trifft. Aber es sind eben noch gute 2 Minuten. Ja, und Pantelei macht natürlich mehr. Er ist durchaus der Aktivere, ganz klar. Aber ich finde, er trifft sehr, sehr wenig. Es ist alles recht unpräzise, oftmals zu kurz die Schläge. Wer holt sich hier den Gürtel des NFC-Series-Siegers? Wer holt sich diesen Scheck über 13.000 Euro? Das ist ja eine Unmenge an Geld für einen jungen, aufstrebenden Kämpfer. Andreas, wenn du nach deinem 6., 7. Kampf 13.000 Euro gewonnen hättest, was hättest du da gesagt? Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut. Das Besondere an dieser Series ist ja, dass der Sieger hier am Ende des Tages mit gerade mal 8 Kämpfen nicht nur mehr Geld verdient hat als die meisten anderen in ihren ersten 8 Kämpfen in Summe, sondern dass er auch einfach einen Namen hat, der größer ist als von den meisten Leuten, die 15, 20 Kämpfe haben. Einfach weil die Leute jetzt ein ganzes Jahr die Entstehung dieser Karriere mitverfolgen konnten. Aber wer wird es sein? Wer kann sich hier krönen? Die beiden versuchen das hier zu entscheiden. Mach jetzt im Vorwärtsgang, 1 Minute Zeit noch. Gefällt mir besser hier in dieser Runde, denn er bleibt dran. Er lässt sich hier von Pantelei hinten raus bislang jedenfalls nicht die Butter vom Brot klauen. Mach!
Respekt aber an Pantelej natürlich, der hier wie gewohnt im Vorwärtsgang bleibt, der keine Sekunde Auszeit sich gönnt in den ersten 20 Minuten des Kampfes. Oh, die Rechte hat getroffen von Christian Mach. Die hat Taran gut durchgerüttelt. Und er gibt erstmal Fersengeld. Und das war wichtig, jetzt hier zum Ende der Runde nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Es kann gut sein, dass wir jetzt gerade hier eine Situation haben, in der es 2-2 an Runden steht. Und das war auch nochmal ein schöner Aha-Moment. Hinten raus, auch wenn das Ding, das sich genauso wie Pantelej das sagt, auf die Schulter ging. Diese Overhand, die erste eben, ging aber auch auf die Schulter. Aber es hat Eindruck gemacht. Wir schauen hier noch mal ein paar der Szenen. Dieser Low Kicks war schön am Ende, am Anfang der vierten Runde. Und immer wieder aus diesen Schlagabtäuschen macht derjenige hier in Runde 4, der die besseren Treffer hatte, der immer wieder so Nadelstiche gesetzt hat. Und das Ding war, naja, noch mal ein schöner Aha-Moment, ein Wow-Effekt. Aber kein wirklicher Wirkungstreffer. Letzte Runde, vielleicht alles entscheidende Runde. Auf meinen Punkt, Richard Zetteln, 2-2. Wie siehst du es? Ist das realistisch? Ich habe nicht mitgepunktet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist gut möglich, dass dieser fünfte Durchgang jetzt hier entscheidet. Denn es waren ein paar sehr, sehr knappe Runden dabei. Ein paar sehr, sehr schwer zu wertende Runden dabei. Ich bin gespannt und ich glaube, dass wir hier in diesem fünften Durchgang auf alle Fälle sehen werden, dass beide hier nochmal den Output, die Intensität deutlich erhöhen. Ich glaube, die haben sich ihre Kräfte aufgespart. Du hast es gesagt, das erste Mal 5 Runden für beide. Und ich glaube, die werden jetzt hier nochmal alles raushauen, was sie im Tank übrig haben. Und die Frage ist, wie groß ist der Tank der beiden? Wie viel haben die noch übrig? Die erste Minute ist immer ein bisschen trügerisch. Da fühlt man sich fit. Da kann man immer nochmal ordentlich aufs Gas treten. Aber danach kommt dann der Realitätscheck. Denn diese Minute Pause, die ist wichtig. Die linke von Macht trifft, die nächste linke trifft auch. Bislang hier in der fünften Runde glänzt Mach. Also die Schlagwort Nation bei uns im Chat, die hat durchweg Mach vorn. Ich würde dem zustimmen. Aber es ist MMA, es ist alles möglich. Und Taran versucht hier nochmal die Distanz zu überbrücken, den Clinch zu suchen. Mach schüttelt ihn ab und antwortet mit Kicks. Na, hat erstmal ein schönes Knie da ins Ziel gebracht, Mach. Und dann Kick hinterher. Taran Pantelej deckt hier seine rechte Seite gefährlich tief. Das heißt, der nächste High Kick könnte sitzen mit der linken. Deswegen kommt auch aus der Ecke, nimm die Hände hoch. Das haben die auch gesehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Bodykicks funktionieren von Mach. Also unglaublich spannender Kampf hier. Pass auf den High Kick auf, Panti. Trotzdem auf den High Kick auf, Panti. Setz du den Akzent, ja. Taran versucht jetzt hier mit diesen wirklich brachialen Einzelaktionen, mit diesen weiten Schwingern, trifft da aber in der Regel nicht. Die sind immer ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu kurz. Und es ist auch gute Deckungsarbeit von Christian Mach, das muss man sagen, der da gute Übersicht hat. Mach das hier gut, jetzt kontinuierlich zum Körper zu kicken, Mach. Zieht die auch schnell genug zurück, die Kicks, damit Pantelej die nicht abfangen kann. Und irgendwann muss er dann auch noch mal zum Kopf gehen, entschlossen und hart. Vielleicht mit einer Art Question Mark Kick, der so aussieht, als würde er zum Körper kommen. Wenn das im Repertoire ist, natürlich nur. Und wieder, Pantelej macht mehr, macht Druck, aber macht trifft eben. Ja, und weil einige Leute hier im Chat geschrieben haben, der Christian macht, der sieht aus, als ob er in Zeitlupe kämpft, das mag sein. Aber er schlägt viel präziser und trifft dementsprechend auch öfter. Da zeigt es Mach wieder an. Das Ding ging auf die Schulter. Pantelej oft mit dem Mut der Verzweiflung haut er da so eine Overhand raus. Und ja, bislang treffen die eben noch nicht so 100% ans Kinn.
Und schauen wir mal. 1,50 noch in der letzten Runde. Ist es die alles entscheidende Runde? Schafft es einer der beiden hier noch frühzeitig zu finishen? Noch 2 Minuten, Fatih, jetzt gibst du alles. Komm! Macht bislang extrem diszipliniert, Panterlei extrem engagiert, vollends im Vorwärtsgang. Macht schüttelt ihn hier wieder einmal mehr ab, wie schon den ganzen Kampf über. Und wir nähern uns der letzten Minute dieses ersten Finalduelles der NFC Series. Es ist ein hart umkämpftes Duell. Es ist ein strategisch clever geführtes Duell. Und es ist ein Duell, das immer noch auf Messers Schneide stehen könnte. Wenn Panteley hier einschlägt mit diesen Bomben, dann kann er das Ruder hier noch rumreißen. Die letzte Minute läuft. Bislang die 5. Runde, eine Machrunde aus meiner Sicht, aber 45 Sekunden Zeit noch für Panteley Taran, hier was zu machen. Macht bislang die besseren Treffer in dieser Runde, aber reicht das denn? Wir wissen ja nicht genau, wie die vorherigen Runden gepunktet wurden. Etwas mehr als eine halbe Minute Zeit noch. Panteley weiterhin im Vorwärtsgang, also müde ist hier keiner geworden. Aufgegeben hat hier auch keiner. Diszipliniert und versiert, führt, macht diesen Kampf. Schöner High-Kick. Auch der nicht 100% im Ziel, aber macht nochmal Eindruck. Auch das Knie gut getimt im Vorwärtsgang. 10 Sekunden noch. Kommt hier nochmal ein Takedown. Nein, wilder Schlagabtausch zum Ende. Gute Treffer gemacht. Die besseren Treffer hat Macht. Wird das hier noch ein Finish? Offen ist wie viel oder geht Gerd Richter dazwischen. Der Kampf ist vorbei. Was für eine Finalsequenz. Und beide recken hier die Arme zum Sieg, Andreas. Ja, und beide haben auch einen großartigen Kampf abgeliefert, das muss man so sagen. Mach macht hier das Zeichen, sagt, ich habe den Gürtel verdient mit dieser Performance. Ich würde sagen, die 5. Runde geht an Mach und damit müsste auch dieser Kampf an Mach gehen. 3:2, aber was weiß ich schon. Die Punktrichter entscheiden das hier. So oder so war es ein würdiges Finale. Beide haben in ihrem ersten 5-Runder bewiesen, dass sie es konditionell machen können, dass sie taktisch einen guten Kampf führen können. Wir schauen noch mal ein paar der Szenen hier. Takedowns von Panteley in den frühen Runden. Immer wieder gute Nadelstiche vom Balinger, der gute Kicks gezeigt hat. Zum Körper, auch immer wieder zum Kopf. Und in diesen wilden Schlagabtäuschen meistens die besseren Treffer hatte. Taran, derjenige, der mehr Druck gemacht hat. Christian, derjenige, der besser eingestellt war auf den Kampfstil seines Gegners, würde ich mal sagen. Der immer wieder hochgekommen ist nach den Takedowns. Ich bin so gespannt. Und es sieht so aus, als hätten wir einen Sieger und Marc verrät uns, wer es ist. After 5 rounds of battle, our judges have declared a victor. Their official scores, 49-48, 49-48, and 49-48 for the winner of the NFC Lightweight Series from the red corner, Christian Mann! Herzlichen Glückwunsch, Gewinner der NFC Series nach einem unglaublichen Jahr, einem anstrengenden Jahr, einem emotionalen Jahr.
Nach so vielen Opfern, die du erbracht hast, nicht nur in diesem Jahr. Wie fühlt sich das an? Dieser Gürtel bedeutet alles für mich. Keiner weiß, keiner, wie hart ich dafür gearbeitet habe. Niemand kann sich das vorstellen, was ich aufgeopfert habe, wie hart ich gearbeitet habe. Deswegen stehe ich hier, meiner Meinung nach, und viele andere Meinung nach auch, verdient. Absolut verdient, nicht nur, weil das heute wieder mal eine strategisch perfekte, sensationelle Performance war, wie schon im letzten Kampf auch und in dem Kampf davor, sondern auch, weil du in den letzten Jahren einfach alles in deinem Leben diesem Sport untergeordnet hast. Das muss man ganz einfach sagen. Und am Anfang gab es nicht wenige Leute, die die Entscheidung, deinen Job hinzuschmeißen, umzuziehen, mit der Familie, mit Sack und Pack nach Bali zu ziehen und so weiter, die all das belächelt haben. Da gab es nicht wenige. Was sagst du denn jetzt? Ja, das ist normal. Ich wurde schon... Ich weiß nicht erst seit einem Jahr, dass ich jetzt hier stehe. Ich weiß seit 4 Jahren, wo ich meine Ausbildung abgebrochen habe, um Fighter zu werden. Und da haben die Leute auch gelacht. Dann habe ich meine ersten Kämpfe gewonnen, dann haben sie nicht mehr gelacht. Und dann dies, das, also immer das Gleiche. Aber ich bin hier, um euch vom Gegenteil zu überzeugen, und ich hoffe, ich habe es geschafft. Das würde ich sagen, hast du auf jeden Fall geschafft. Jetzt ist dieser Gürtel natürlich ein super Abschluss für dieses Jahr oder für diese Jahre, in denen du hart gearbeitet hast. Aber er ist gleichzeitig auch ein Anfang. Denn du bist jetzt als Star, kann man sagen, aus dieser Series hervorgegangen. Und jetzt warten die ganz großen Kämpfe hier bei NFC. Wie ist deine Timeline? Wie geht's weiter? Wann sehen wir dich wieder? Gönnst du dir jetzt erstmal einen Urlaub und genießt das Ding? Oder geht's direkt wieder ins Gym und die nächsten Kämpfe stehen an? Ja, wie du sagst, das ist NFC Series ist vorbei. Aber der Stern von Chris Mach geht jetzt erst auf. Das ist der Anfang von ganz, ganz vielen Jahren. Ich gehe 2 Wochen Urlaub, ich komme wieder zurück, weiter grinden. Und der nächste Kampf wird kommen und danach und danach und danach. Und irgendwann sind wir die Besten. Let's go. Hör zu, eine sensationelle Geschichte, die Hollywood nicht besser hätte schreiben können. Ein verdienter Sieger. Großen Applaus für Christian Mach! Ja.